Welcome to Road Rarities. Alle Jahre wieder bei der Ingrid 1. Mai bin dabei. Wir freuen uns, wenn viele Leute uns besuchen kommen mit ihren Motorrädern. Schönen Autos. Herzlich willkommen. Servus. Wir haben immer am 1. Mai die Garage offen, unser kleines Museum. Auch von mir herzlich willkommen. Wir feiern immer den 1. Mai hier mit Freunden und mit Freunden, die einfach alte Fahrzeuge lieben oder auch alte Gerätschaften. Willkommen ist wirklich jeder. Wir machen das jetzt schon seit 1997. Wir haben so einen kleinen Verein, Rolling Heritage. Und das ist unsere Veranstaltung diesbezüglich. Ingrid macht das immer sehr gut. Sie ladet alle Oldtimer-Freunde ein. Eine Bereicherung für die Oldtimer-Fans. Wir sind vom OCV Villach und natürlich immer eingeladen zu diesem opulenten Frühstück, also das ist eigentlich ganz was Schönes. Da trifft sie halt vom Moped, Motorrad, Traktor, Auto. Mein Name ist Bacher Dominik, ich bin der Obmann der Freunde alter Motorräder. Wir fahren schon jahrelang zu Siegfried in die Werkstatt am 1. Mai und kriegen wir immer eine super Einladung. Mit dem Motorrad war ich schon ziemlich viel unterwegs. Ich war damit schon auf Sardinien, ich war damit schon in Deutschland, in Tschechien, in der Slowakei, in Frankreich, in Luxemburg, Belgien, also fast die halbe Welt, Italien, Slowenien, mehr oder weniger Europa bereist sozusagen. Sie hat mir am Anfang ein bisschen Kopfweh gemacht, aber mittlerweile ist aus diesem Hass eine wirkliche Liebe geworden. Und ja, ich fahre eigentlich sehr, sehr gerne damit. Servus, ich bin der Harald. Das ist ein Baujahr 67, wurde renoviert 2017-18. Also wir haben circa 2 Jahre daran gearbeitet. Ja, macht sehr viel Spaß. Wurde umgebaut von Handschaltung auf Fußschaltung. Und mit diesem fahre ich eigentlich sehr oft. Ich bin circa letzten paar Jahre 4000 Kilometer gefahren damit. Wir haben eine DS50-Gruppe, circa 18 Leute. Ja, wir waren sogar schon am Großglockner. Und das macht uns unheimlich Spaß, mit diesen alten Fahrzeugen da unterwegs zu sein. Also man kann eigentlich nebenbei Blumen pflücken, ja, wenn man in Richtung Jahreszeit unterwegs ist. Und das ist einfach entspanntes Fahren. Das Lieblingsfahrzeug von meinem Hund. Da fährt er mit mir, mit seinen Brillen. Die kriegt er dann aufgesetzt. Schau, wo ist denn das Herrchen? Mann, ja, wie ist sie denn? Ja. Das ist ein MGA Twin Cam. Es hat nur 7 in Österreich gegeben. Weber Doppelvergaser. Der Motor ist schon ein paar Mal gemacht, weil er sehr sensibel ist. Aber er geht. Was die alten Fahrzeuge betrifft, für mich ist das ein Lebensgefühl, das ich nicht missen möchte. Ja? Diese Art des Fahrens und des Reisens, diese Entschleunigung, eine wunderbare Entspannung. Nur Fliegen ist schöner. Das sind für mich so die tollen Sachen in diesem Hobby. Das Schrauben, das Fahren, der Kontakt zu den Leuten, das Sprechen mit den Leuten, Ideen verfolgen, wie man wieder am Motorrad zum Leben erweckt, Teile besorgen, Märkte besuchen
und vor allem einfach nur treffen und gemütlich zusammen zu sein. Aber ich habe eine Freude an alte Autos. Ich bin der Sepp, das ist ein VW 181, Baujahr 70, Typ 1863, ist ein Jagdwagen vom Bundesheer, hat 955 Kilogramm Eigengewicht, 440 Kilogramm Belastung, 1600 Kubik, 48 PS, ist ein Überbleibsel der Militärstreife in Originalausführung. Laut Recherchen ist es das einzige Auto noch mit dieser Ausstattung, was läuft. Logisch. Also hier handelt es sich um eine Ariel. Ariel, das heißt der Luftgeist. Die wurde in Birmingham gefertigt, da ist die Fabrik gewesen. Die wurde 1929 ausgeliefert, ist ein seitengesteuertes Modell mit 557 Kubikzentimeter. Maximale Leistung 14 PS. Ein sehr, sehr zuverlässiges Motorrad. Lässt sich wunderbar fahren. Ich hoffe, dass wir gemeinsam den 100er erleben werden. Und das ist der große Bruder davon, 1929. Da habe ich jetzt mein Ford Modell A, der ist Baujahr 1928. Der ist aus Maryland, den habe ich von Amerika importiert. Und den haben wir halt komplett umgebaut, dass er für uns ja, fahrbar ist. Also ich bin heute das erste Mal mit der 250er SG da, eigentlich vor allem mit der 125er SV. Und für mich ist der 1. Mai eigentlich immer ein Pflichttermin und ich bin schon seit 6 Jahren immer mit dem Papa und mit dem Opa dabei bei den Oldtimer-Treffen. Und das macht mir echt immer richtig viel Spaß. Ich bin einmal der Klaus. Ich muss dazu sagen, ich bin heute zu Ingrid gekommen, weil es da unten immer ein schönes Oldtimer-Treffen gibt, weil man immer interessante Autos sieht und weil es mir einfach gefällt. Alleine bei den Schrauber, bei den Handwerkern, die sich mit Autos befassen und mit alten Motorrädern nehmen. Nun, heute sind wir da bei einem Oldtimer-Treffen. Das ist ein guter Freund, jedes Jahr organisiert. Ich bin mit meiner Thomas auch gekommen. Ist ein altes Kult-Moped aus Slowenien, ganz selten und sehr gefragt. Und ist ein schönes Moped auch. Das ist ein 77er Baujahr, das habe ich komplett alles restauriert gemacht, damit es so da steht, wie es da steht. Hat viel Zeit und Geld gekostet. Ich bin froh, dass ich es habe. Das ist eigentlich ein Vespa-Nachbau bzw. ein Plädiat. Das ist von Russland importiert bzw. von Lettland. Das ist die MG150 Viatka. Eigentlich sind damit nur die Kolchosen gefahren. Das sind diese Bauern aus Russland. Und im Prinzip ist das eine Vespa, die was einfach aufprobiert worden ist in Russland. Jetzt sind wir da in Österreich und fahren wir damit. Die Motivation, das alles zu machen. Ich bin auf einem Schrottplatz aufgewachsen und das war eigentlich wunderschön, weil ich dort viel gelernt habe. Und mein erstes Motorrad oder Moped, das habe ich in Kisten gekriegt und mein Vater hat gesagt, bau das zusammen, dann kannst du fahren. Und der hat erwartet, dass ich das niemals zusammenbaue. Nach 3 Wochen ist das Ding gelaufen und das war ein Testi. Testi war ein Übermotorrad, Moped, Motorrad ist das falsche Wort. Das ist so fast 100 Stundenkilometer gegangen.
Und da habe ich diese Liebe zu den Motorrädern entdeckt. Das hat mir einfach gefallen. Einfach mit den Rumschrauben, das auch meine große Leidenschaft ist. Und die Fahrzeuge nachher zu bewegen und nachher auch zu präsentieren. Ja. Heute war wirklich super, gediegene Veranstaltung. Was gehört dazu? Aroma. Da waren die Laden am Boden und die Trimmer. Es war ein wunderschöner Tag. Es waren sehr viele Leute da. Ein paar restliche sind noch immer da. Die kriege ich heute noch nicht ganz weg. Ja. Aber für heute ist Schluss und es ist nicht alle Tage, es kommt wieder. Coming soon. Das ist eine Aluminiummotorhaube und fälschlicherweise habe ich da eine Korkbeschichtung oben gehabt. Aluminium ist deshalb, dass die Wärme weggehen kann. Jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt, Bei einem lieben Freund, dem Teusel, der hat dann Ferrari restauriert und eisgestrahlt. Und der hat gesagt, bring die Motorhauben zum Eisstrahlen, dann ist das erledigt. Jetzt sause ich nach Hause, baue die Motorhauben aus, schraube alles los und ich halte sie nicht beim Oberheben, weil ich alleine war. Und das sinkt so langsam, weil ich halt die Kraft nicht gehabt habe und der Spitz, der Dorn, der da drinnen ist, kommt genau auf meinen Kotflügel. Und dann habe ich ein Pflaster raufgepickt und das ist jetzt 15 Jahre her. Und seit 15 Jahren, trotz Waschen, ist dieses Pflaster da.